Was du auf jeden Fall vermeiden solltest, wenn du Videos machst, sind wackelige Aufnahmen. Video Do, einfach bessere Videos machen. Stabilisiere deine Aufnahmen. Am besten nimmst du ein Stativ, so wie ich jetzt gerade. Ein ganz ruhiges Bild. Ein ruhiges Bild ist viel entspannter zum Beobachten, zum Betrachten. Und zwar, wenn du ein wackeliges Bild hast, ein unruhiges Bild, das wird verwendet auch als Stilmittel natürlich bei Actionfilmen, aber dann soll dir diese Situation unruhig und stressig dargestellt werden. Weil eine Actionsituation ist halt eine Stresssituation. Das Problem ist aber, dieses Betrachten und dieser Stress ist Stress für das Gehirn. Stress ist gleichzeitig eine Abwehrhaltung, die wir einnehmen und sagen, oh mein Gott, das will ich eigentlich gar nicht. Jetzt gerade beim Actionfilm ist das so, dass du ja durch diesen Stressfaktor trotzdem daran gebunden bist, und möchtest ja auch sehen und durchlebst das mit deinem Superhelden zum Beispiel gerade diese stressige Situation und findest diese ja auch cool, aber du hast den vorher in einer ruhigeren Situation meistens kennengelernt. Das heißt, vermeide wackelige Bilder, mach ein ruhiges Setting, benutze zumindest ein Stativ und wenn du eine bewegte Kamerafahrt machst, dann zumindest einen Stabilisator und mache eine ruhige Kamerafahrt, denn Stress ist schlecht für das Auge, für das Gehirn ist Stress und ist Abwehr und keiner will dein Video sehen, was extrem verwackelt ist. Ich hoffe, dieser Tipp hat dir gefallen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du noch einen Kommentar dazu hast, wie du das machst mit deinen Aufnahmen. Schreib es einfach unten in die Kommentare. Ciao, dein Sven Sulik. Video Do, einfach bessere Videos machen.